Hallöchen zu Gran Turismo 7, heute mit dem Honda Sports VGT in der Farbe Red Pearl. Wow, sieht schon geil aus und elegant. Man kann hier nicht viel dazu kaufen an Teilen, der ist wie er ist. Auch nicht alles einstellen, wie man hier sieht. Also nur sehr begrenzt hier in dem Bereich. Um auf maximal 700 LP zu kommen, muss ich hier die harten Reifen nehmen und dafür sogar noch ein bisschen Gewicht drauf packen, sonst komme ich irgendwie auf 607, 608. Das wäre zu viel für die Race of Turbo. Ich fange heute mal an in Interlagos. Ne, doch, Interlagos sogar richtig. Hier gibt es dann mit dem auch nochmal die Wichen GT irgendwann später, dann mit Rennreifen. Da komme ich aber nicht mal annähernd auf die 850 LP. Ich glaube so auf 750. Mal schauen, wie es dann mit dem Auto geht. Mal erstmal hier beim Race of Turbo schauen. In ein Rennen gefahren, da waren Sportreifen Mittel drauf. Das war ganz schön eine rutschige Angelegenheit. Schauen, wie es hier geht. Mit den Sportreifen bin ich auch nur Top Dritter geworden. Gefühlt wegen hier. Aber sieht schon geil aus, die Karre. Hätte ich gerne in meiner Garage inklusive Chauffeur. Ich fahre selber nicht. Ist besser für mein Umfeld. Fahrgefühl. Aber so in den einen oder anderen Kurven ist ein bisschen schwierig. Doch, kann ich mich dran gewöhnen. Also ich kann euch sagen, im Vergleich harte Reifen, harte Rennreifen zu Sportreifen, egal welcher Art, ist schon ein krasser Unterschied.
Letzte Runde. Der sieht echt geil aus. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Replay. Ihr kennt das ja schon. Schönes Wünschen mit der coolen Karre. Beziehungsweise 5. Ich sag wieder danke fürs Zuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst uns gerne ein Abo da. Es kommen noch einige Gran Turismo-Rennen. Auch das eine oder andere von dem Saiyogel gefahren. Mal schauen, wie der sich so im Vergleich anstellt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye bye.